Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ghost Recon Wildlands. Mit dabei sind Enno, Hallo. Reaper und Navo. Und Hallo. Wir töten heute. Das war der Einsatz. Ja. Genau. Mhm. Und damit geht's los. Also, beziehungsweise. Alter! Wir sollen ihn holen. Ich krieg gerade ein bisschen Angst. Wenn das so weitergeht, wird Reaper sich dann mal noch holen. Ja, wenn er da mit seinem Einstiegsgefährt rumsteht. Also, es ist noch nicht ganz gesagt, ob wir falsch abgebogen. Noch einmal zurück und dann rechts. Es ist noch nicht gesagt, oh dass Gott. Wir ihn unbedingt töten sollen. Weil der Typ befindet sich eh gerade unter Hausarrest und sollte er fliehen, dann haben die anderen den Schussbefehl. Ich weiß nicht, ob wir ihn dann retten sollen. Hm. Deswegen, wir müssen uns vorsichtig nähern und die Lage abchecken. Man muss dazu ja sagen, ich glaube, das ist ein alter Mann, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Doch, hat er seine Medikamente. Hat er seine Medikamente nicht genommen oder wo steht unter Hause? Gehen wir es vorsichtig an. Ich pack mal ein. Wenn das Kartell merkt, dass wir hier sind, legen sie ja Giorgio auf der Stelle auf. Feinde in Sicht. Positiv. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Drohne fliegt. Eins ist nervös geworden. Ich glaube, das bräuchte ich gleich wieder. Hoffe ich. Auf dem Balkon ist auch einer. Ja, eins kommt zum Ausgang. Das ist ein zweites Ziel. Am linken Ausgang sehe ich noch kommt eine Person. Zu euch gelaufen. Weiß ich, Kontakt eliminieren? Ja, sobald er vor der Mauer ist. Er hat angehalten. Das ist noch nicht vor der Mauer. Nee. Es ist halt kritisch, wenn er da noch steht. Die anderen könnten seine Leiche dann bemerken. Er geht zurück, gut. Okay. Ist hier ein Hintereingang oder sowas? Warte, ich schau. Oh shit. Das macht drei. Wir haben auf jeden Fall auch Außenleute, die sollten wir erst ausschalten. Okay. Okay, dann gehe ich rechts rum. Ja, rechts rum hinterm Haus ist die 3. Links rum die 4. Die 3 kann man direkt erledigen? Ist alleine, ja. Okay. Ist tot. Oh, aber schön eingerichtet hier, so ein bisschen asiatisch. Ich mag nicht so asiatisch, eher etwas westlich. Kein Hintereingang. Verdammt. Wir müssen von vorne durch die Pforte rein. Sehe ein Drittel. 4 ist tot. Okay, ich glaube, hier ist sonst keiner. Im Haus ist. Achso, ist Zivilistin. Ja. Wir haben eine Menge Zivilisten da. Die Dienerschaft von dem werten Herrn. Alter. Ich befinde mich wieder am Eingang. Ich vermute mal, kommt nur vorne herum rein. Oder? Ebenso. Ja, ja, positiv, nur vorne. Wow. War das ein Zivilist oder war das? Ich weiß, ich glaube, es war eine Zivilistin. Er ist im ersten Stock, genau in der Mitte. Man könnte ihn vielleicht durch die offene Tür sehen, durch den Balkon quasi. Negativ. Unser Ziel ist, ihn mitzunehmen, richtig? Overwatch? Ja, schnappen, okay. Ohne entdeckt zu werden. Oha. Wenn wir entdeckt werden, erschießen sie ihn. Status 2. 2 ist auf dem Balkon, dreht seine Runden, ist jetzt im Gebäude. Ich muss gucken, auf der anderen Seite kann ich leider nicht gucken, weil meine Drohne sonst bemerkt wird. Wurdest du gesehen, Reaper? Negativ, ich hab so eine scheiß Schubkarre umgeschmissen. Ich starte noch einen Versuch, die 2 zu beobachten. Eins ist zu gefährlich, oder?
Da hat einen Typen, der ab und zu nach ihm sieht. Okay. Aber die zwei, wenn sie oben auf dem Balkon steht, können wir sie eliminieren. Achtung, okay, die eins raus. Ist direkt darunter, nicht, dass sie das hört. Ja. Haltet die Position, ich bin im Haus. Habe freies Sichtfeld auf Wo zwei. Wo bist du im Haus? Ich auf eins. Unteres Stockwerk, Computerladen. Wenn ihr auf das Haus guckt, auf die 1 guckt, rechts von mir bin ich. Sehe ich nicht. Das wird teilweise verdeckt. Ich wechsle Position. Warte, Enno, du hattest 2 oder hattest du 1? 2. Und Wanwa, du hast immer noch 1. Negativ, nicht mehr. 2 bewegt sich. Oh, ein Zivilist ist aufgeschreckt, ich weiß nicht, wann du hast. Ich habe jetzt wieder auf die 1 die Sicht. Ich weiß wieder im Gebäude, andere Seite. Nee, Reaper, das ist zu gefährlich. Der könnte dich sehen, wenn du zu ihm gehst. Das ist ein ganzes Ende. Obwohl, jetzt geht's. Okay. Eins ist down. Jetzt kann die 2 ledig werden. Ja, 2 eliminieren. Okay. Ein Drecksack weniger. Und Treppe hoch und AIO holen. Und dann nehme ich mal an, wieder eine Verfolgungsjagd hier. Warte. Der telefoniert gerade. Moment, wartet. Er telefoniert schon die ganze Zeit. Ja, aber ich kann's hören. Was denn? Ist es eine Sex-Hotline? Alte Männer, altemänner.de. Oh Gott. Wenn nur gezielte Sprengungen.de. Ist der Teil über einen Anwerbeclub oder wie? Sag mal, was ist denn das für ein Mantel? Ich will ihn auch. Okay, der hat ein Problem, dass er El Sueño hat seine Familie bedroht. Amonos, wir bringen dich in Sicherheit. Ich kann nicht weg. Wenn das Kartell was merkt, dann bringen sie meine Familie um. Los, Leute, bringt uns raus. Okay, wir haben da einen gelben Humvee stehen gehabt. Ja, mit montiertem Geschütz. Okay. Oh. Ich komme zu euch, bis jetzt kein Auto gekommen, nix. Soll einer das Geschütz bemannen? Muss. Stimmt, wir haben ja einen Passagier. Oh. Ich sitze halt mal hinten. Okay, Navigation. Erstmal Straße folgen. Quasi da, wo wir hergekommen sind. Jemand will dir ein paar Fragen zu deinen Aktivitäten für das Kartell stellen. Ich sage ihnen, was sie wissen wollen. Wenn meine Familie sicher ist. Verstehen Sie? Falls nicht, können Sie mich gleich wieder zurückbringen. Quasi der Straße folgen. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Und da jetzt rechts. Es gibt Gerüchte über Phantasmas, die angeblich Gebäude Straße folgen. Irgendwelche Dinge verschwinden lassen. Sind wir hier nicht gerade hergekommen? Oh. Ja. Ich dachte, das sind da. Ich lass ihn mal ein bisschen reden. Wir sind echt. Und wenn du uns hilfst, beschützen wir dich. Ich kooperiere. Redet er noch? Ja. Sie meine Familie schützen. Da ist der Sammelpunkt. Jetzt nicht mehr. Aber jetzt nicht mehr. Nicht so bequem. Ich habe das Gefühl, wir rücken bald alt wieder aus. Und weise. Er kooperiert, wenn wir ihm helfen. Familie schützen. Wenn die doch nur alle so kooperativ wären. Mhm. Ja, ne? Ich habe es gewusst. Die CIA schickt ihre eigenen Sicarios. Simon Bolivar sagte, die Vereinigten Staaten werden Elend über ganz Amerika bringen. Und nun bringen sie das Elend in mein Haus. Er sagt, Sueño hat seine Familie. Schön zu wissen. Diese 4 Soldaten sind ihre allerletzte Chance auf die Befreiung ihrer Familie. Also helfen sie uns, oder sollen noch mehr sterben? Retten sie meine Familie. Dann werde ich vielleicht mit ihnen reden. Der klang jetzt aber nicht mehr so kooperativ. Giorgios Familie ist im Kartellbezirk von Basha Floresta. Wir müssen uns beeilen. Wenn Sueño von seiner Flucht erfährt, sind sie tot. Ich muss mal eins sagen, der Kerl hat mich vom Aussehen her irgendwie an, was war das, dieser eine
Druide aus den Asterix-Filmen erinnert. Dieser mit dem Wolfspelz. Ja, stimmt. Und diese Knollennase. Hä, hey, der war doch nur ein Zivilist. Mein Auto! Zahlt die Versicherung. Achtung, da vorne ist schon die Stadt. Aber wohl von den Sprengungen, die ihr gesprochen habt. Und so, ich glaube, wann war da? Hatte ich dich doch auch mal gesehen. Beziehungsweise fahr weiter. Was ist da los? Mein Gast wird nervös. Okay. Nicht, dass wir bemerkt werden. Ja, dann. Wir arbeiten dran. Hier halten wir. Aber beeilen Sie sich ja. Es sind ziemlich wird gemacht. Ich habe hier unten ein paar Rebellen gefunden. Hm. Und was haben wir hier dann? Starten? Was habe ich gemacht? Okay. Die halten sich in den Häusern auf, zum Teil. Oh. Schussbefehl. Seid vorsichtig. Schussbefehl erteilt? Ja. Okay, ich hol mal gerade kurz Verstärkung. Die Rebellen um Ablenkung gebeten. Alles klar, Tanki. Ich schicke jemanden zu euch los. Okay, ich sehe die Position von Enno. Sie kommen auf uns zu. Allen anderen glaube ich aber noch nicht. Abschuss bestätigt. Autos, Vorsicht. Fuck. Mehr Autos. Reaper ist der Straße nachgefallen. Moment. Der Straße nach. Ich versuche ihn zu finden, falls ich soweit komme. Da noch würde ich weiter. Noch ein Stück weiter. Weiter der Straße folgen. Das wird eng, da ist meine Verbindung gleich zu Ende. Ist aber noch ein Stück. Ist quasi ein Haus weiter geradeaus. Der ist plötzlich vor mir aufgetaucht. Genau da. Ja? Probier's mal. Hat's geklappt? Jo. Ja. Danke. Nicht schlecht. Ich will ja mal von irgendwem sehen, verdammt. Ja, da hinten sind auch irgendwie noch ganz viele. Da verschwinden Menschen. Da hinten verschwinden sie und gerade sind markiert, sie Reaper. Uns aufgetaucht. Penner, danke. Da sind aber noch mehr auf der Straße. Man war nicht einfach auf jeden schießen, der sich bewegt. Hier sind auch Zivilisten unterwegs. Ja, Kollateralschäden müssen sein. Und wir müssen aufpassen, unsere Ziele müssen wir finden. Ja. Okay. Reaper ist an der gleichen Stelle gefühlt nochmal geschaut. Okay. Ich versuche nochmal. Hier ist ja eigentlich relativ sauber wieder. Verdammt. Mordor? Ja. Habe vor mir zwei Stunden. Bei der 1 müsste es sein. Bei der 1. Müssen die 1. Die 1 ist gerade gefallen. Oh. Ich gehe einfach wieder zur selben Position, oder? Ja, dieses Mal quasi. Du siehst geradeaus noch ein größeres Haus und da im Eingang. Ein größeres Haus. Ich befinde mich in einem zweistöckigen Gebäude. Dieses. Erste Etage ist sauber. Das höhere. Welche Wandfarbe? Ich glaube, wir sind zu langsam, oder? Kataris Botschaft ist raus. Wird sein Volk motivieren. Ah. Hä? Ich weiß nicht, was hier war. Ich bin einfach in ein Gebäude rein. Spielt keine Rolle für uns. Ich brauche nochmal die Position von Reaper. Höheres Haus. Ich höre ihn. Ja, vor der Straße Heli. Noch ein Stück weiter, wo du gerade bist. Links vom Heli irgendwo. Genau, vielleicht. Noch ein Stück. Und jetzt die andere Straßenseite. Hier. Nee, andere Straßenseite. Also genau jetzt nach Westen. In dem Haus, mit dem roten Dach. Genau. Und da müsste irgendwo sein. Ja. Eieieiei. Die haben mich durchs Fenster erschossen, ey. Ich hab noch einen Tango. Ich fahre. Okay, wo ist eure Position? Ich hab euch verloren. Beim Brunnen. Auf einem Dach links vom Heli. Stoppern wir. Und jetzt Richtung Osten. Genau da. Der Brunnen, der war ja leicht zu finden, aber. Und ein Stückchen weiter geradeaus haben wir Enno. Genau, hier oben auf dem Dach, ich komm runter. Und was müssen wir jetzt hier noch machen? Eigentlich nichts, oder? Shuvi und Rosa müssen wir finden.
Die müssen hier irgendwo gefangen gehalten werden im Dorf. Achso, das heißt rumlaufen und suchen. Yep. Na, wunderbar. Immer. Ich höre irgendwas. Wir wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Haben wir irgendwelche Informationen über den groben Standort? Die paar Häuser, wo wir uns gerade aufhalten. Hier ist ein Gefängnis. Ich weiß nicht, ob die das sind. Da, wo der Heli ist, ist ungefähr die Mitte. Da irgendwo in dem Umkreis die Häuser. Okay. Hier ist irgendwie ein Svenjo-Haus. Zumindest ist das da dran geklebt. Ich versuche mit der Drohne zu gucken. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht in so einer Zelle gehalten werden. So wie sonst auch manchmal. Achtung, ich sehe Jajos Frau und Sohn. Was? Ich hab sie. Im Backsteinhaus. In der doppelstöckigen Backsteinhaus. Okay, ja, ich glaube, ich weiß wo. Okay. Bin auf dem Weg. Hier hinten. Na, der Bau ist das, okay. Okay, Geleitmission. Wie sieht die Lage draußen aus? Ja, ich fahr schon mal vor mit dem Humvee. Okay. Okay, Motor ist warm. Kannst rein. Wir haben auch Verstärkung hier. So, die sind im Schlepptau von mir. Wann wollen wir mal? Ach, das ist blöd. Du wirst noch einen Platz haben. Das ist noch seine Tochter oder seine. Nee, seine Frau. Schau nochmal kurz aus. Das ist doch. Ja, also sonst fahren wir mit zwei Fahrzeugen. Ja, wir brauchen zwei Fahrzeuge. Ja. Ja, wir parken gleich schon eins da hinten. Wenn hier keiner mehr ist, dann könnte ich ja noch ein zweites Fahrzeug bemannen. Ich glaube, ich bin halt gerade ein Chevrolet. Wenn jetzt noch seine Frau hinterher kommt. Ist keine Frau rausgegangen. Im Haus steht noch eine Frau mit einem blauen Hemd. Hat jemand sie im Schlepptau? Ich ja. Zu gierig und zu stolz. Was ist denn drüber noch rein? Rudi gibt alles für die Familie. Komm mit, Alter. Woher wissen wir, ob er euch schickt? Ob er überhaupt sicher ist? Ob ihr ihn nicht über uns kriegt? Ah, da ist sie. So wie esos charros, esos mexicanos. Natürlich benutzen wir euch. Aber bei uns seid ihr sicher und El Jaju auch. Wer fährt vor? Wie die DEA und CIA das Navi am besten. Über mein Volk brachten. Erwartet nicht, dass ich euch traue. Du sitzt bei mir. Jo. Die Richtung ist schon mal gut. Da vorne nach links. Tja, ich hätte wohl kein Dankeschön erwarten sollen. Okay, wenn wir die Familie haben, redet er wenigstens. Ja, hofft, oder er hat gesagt, er wird jetzt, ja, was wirklich tut. Sonst drücken wir einfach der Tochter oder dem Sohn eine Kugel in den Kopf und dann redet er vielleicht. Nach links, scharfe Kurve. Oh ja, für hier. Für euch beide auch nach links. Ja. Das hier ist eindeutig kein Auto für diese Straßen. Nee, wirklich nicht. Rudolfo! Mirosita, ist das bien? Sì, mi vida. Papa, in was für Schwierigkeiten hast du uns gebracht, Alter? Er hat euch Schwierigkeiten erspart. Ich glaube Ihnen überhaupt nichts. Ustedes Blanquiñosos Yankees bringen nur Probleme nach Bolivia. Ich bin vielleicht 96 nicht mit den Cocaleros marschiert, aber ich habe die Narben und Wunden der Demonstranten gesehen. Ach, halt's Maul. Diese antiamerikanische Einstellung ist Bullshit. Wir sind nicht dein Feind. Aber auch nicht unsere Freunde. Tranquilo, mijo. Ich habe bereits mit vielen Teufeln Geschäfte gemacht. Um meine Familie zu beschützen, selbstverständlich. Und auch, dass mein Volk, die Cocaleros, überlebt. Jetzt mache ich Geschäfte mit Ihnen, Agent Bowman. Ich werde es später bereuen. Doch vorerst wird es uns Sicherheit gewähren.
Junges Balk, ey. Hat Bowman, was sie wollte? Niemand ist glücklich darüber, aber ja, sieht so aus. Undankbares Pack. Wir haben sie doch gerettet, oder? Ich weiß nur, ohne El Giorgio wird die Kokainherstellung schwer für das Kartell. Der Rest liegt über meiner Gehaltsstufe. Hab's gehört. Gut. Nein, hier oben wollte ich doch gar nicht hin. Hier ist es trocken. Nun, Naja. Hola, Camarada. Wo geht's denn? Ich habe wichtige Informationen für dich, mein Freund. Was weiter im Norden eigentlich. Einer meiner Männer will ihn gesehen. Das krieg ich hin. Wir sind jetzt schon so lange in Bolivien und das ist das erste Mal, dass ein Außenstehender eigentlich nicht der direkte Weg war. Wer ist der Mann? Du hast recht, das ist zu spät. Mach. Die Sonnenstraße. Ausgebaut. Das ist keine Straße, das ist ein Trampelpfad. Ach. Man muss ich gerade hier Pakatari im Moment. Schick uns die Location, wo wir uns treffen sollen. Wir werden da sein. Bist du da, Kumpa? Nomad hier. Ich höre. Over. Ich glaube nicht, dass das hier trocken ist. Wir haben doch voll im Schütz oben noch die Aussprache. Das ist das erste Mal, dass ein Außenstehender S1U gesehen hat. Mhm. Wer ist der Mann? Richtung Norden, ne? Die Information ist nicht sicher, aber bei so ein bisschen Nordwesten. Durch die Botanik. Folge nicht den Trampel. Also, es ist schon trockener, als wenn du da draußen stehst. Das ist unsere Chance, Norman. Die Richtung wird schon. Kartell aus Bolivien vertreiben. Schick uns die Location, wo wir du uns treffen das schon. Sollen. Ich vertraue dir. Da sein. Das klappt halt nichts anderes übrig, sonst müssen wir laufen. Ja, okay. Bei dem Wetter will man nicht laufen. So, Stopp mal, wir haben hier einen Heli. Ich glaube, wir nehmen den Heli. Ich habe gerade irgendwie eine... Hä? Bitte? Nein, mit ihm möchte ich nicht. Ich habe eine SMS bekommen, ja. Ja, ja, ich auch, genauso. Dass El Sueño jetzt bereit wäre. Aber ich bin irgendwie dafür, dass wir ihn komplett deformieren. Ja, ja. Keine Sorge, ja, also das kann sich das Kartell wieder aufbauen. Aus den Überresten. Ist ja wie eine Hydra, ne? Wenn wir sonst einen Kopf abschlagen. Wachsen neue nach. Ja. Welche Richtung? Richtung Norden. Also ich fühle mich nicht so sicher bei einem Gewitter, wenn ich draußen sitze auf dem Heli. Also noch weiter im Norden, hier waren wir glaube ich noch gar nicht, oder? Mit den Bergen hier. Oh, das kommt mir neu vor, ja. Sieht wunderschön aus. Aus den hohen Bergen kommen wir. Aus den hohen Bergen kommen wir. Hier mal wandern gehen. Du hast Nerven. Ist wunderschön. Oh ja, toll. Guck mal da, Explosionen. Da vorne im Tal. Ah ja, stimmt, da sehe ich's. Das ist eine Basis direkt, oder so, ne? Direkt unter uns. Also, das hier ist der Treffpunkt, den El Sueño uns vorgeschlagen hat. Wenn er auftaucht, sollen wir ihn töten. Aber wir gehen stark davon aus, dass es ein Hinterhalt ist. Oh, das kommt ein Lockvogel, der so aussieht wie er. Ich glaube, die Visage hat nur einer. Ja, plastische Chirurgie heutzutage. Ja, hast du auch wieder recht. Ich hab das Gefühl, ich werde gesehen. Gelandet. Ich sehe das Telefon, glaube ich, vor mir. Bitte? Starte Drohne. Welches Telefon? Da klingelt ein Telefon in der Mitte des Platzes. Vor mir irgendwo ist ein Handy. Ich bin hier oben auf dem Dach.
Gelände ist soweit sauber. Telefono. Bisher ja. Gelände ist sauber. Oh, Moment, ich höre das Handy auf. Nur das Telefon, was klingelt. Moment. Ich lass uns mal sammeln beim Telefon. Okay. Das Telefon. Hör ich doch auch jetzt. Ich höre das. Ja, was ist denn das für ein lauter Klingelton? Was ist denn das? Das ist noch ein altes Nokia, würde ich sagen. Das kann sehr laut. Ach, hier. Also ich bin über euch auf dem Dach, wenn ihr mich seht. Ich glaube, das gehört zu den neuen Nokias, so wie das aussieht. Ich glaube, es ist ein Huawei. Voice Call. Auf jeden Fall ist es wasserdicht, das ist schon mal gut. Ich glaube. Ja, dann macht mal, ich gebe euch Decken von hier um. Das ist so eine 0800er Nummer. Wartet, wenn Gegner mit dem Fahrzeug ankommt, soll ich hier vorne vor die Tabernin legen? Ja. Warte damit lieber noch. Was ist eigentlich hier, dass hier vier gleiche Fahrzeuge stehen? Also ganz im Ernst, wir sind hier hingekommen, weil El Sorenion einen Vorschlag für uns hat. Er will einen Waffenstillstand haben und hier stehen vier Fahrzeuge, der Arschloch ist nicht da und das ist doch hier eindeutig eine Falle. Also bereitet euch darauf vor, dass wir kämpfen müssen. Soll ich mal rangehen? Ja, geh mal ran an das Arschding da. CIA-Dienst, wann war? Was kann ich für Sie tun? Caballeros, hier spricht El Sorenion. Welch eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden. Und ich dachte, wir treffen uns Angesicht zu Angesicht. Sag mir nicht, dass du spät dran bist. Verzeihen Sie die Inhaltetaktik, aber Leute in unserer Branche müssen sich vorsehen. Doch ich bin kein Lügner. Da sind keine Sicarios. Keine Unidad. Ich will nur reden. Sag uns, wo du bist, dann reden wir. Ich will nur das Blutvergießen beenden. Es ist unnötig. Es ist schlecht fürs Geschäft. Und es ist schlecht für Bolivien. Dieses Land versucht seit Jahrzehnten auf die Beine zu kommen. Treten Sie es nicht wieder zurück in den Staub. Sagt der Kerl, der das ganze Land zu seiner Hure gemacht. Vor Ihnen stehen vier Autos. Betrachten Sie sie als Antriebsbonus. Sie gehören zu den gefährlichsten Leuten auf der Welt. Natürlich will ich Sie anheuern. Hm. Jeden Tag riskieren Sie Ihr Leben für Ihr Land. Und man bezahlt Ihnen casi nada. Gar nichts. Arbeiten Sie für Santa Blanca. Dann verdienen Sie mehr Geld, als Sie sich vorstellen können. Sorry, aber mit Verlaub, fick dich ins Knie. Hör zu, wir sind nur hierher gekommen, um dich zu töten. Die Tatsache, dass du nicht hier bist, bedeutet nur, dass du noch etwas mehr Zeit auf Erden hast. Aber du solltest schon mal Abschied nehmen, denn wir werden dich finden und wir werden dich töten. Dann soll es so sein. Versuchen Sie Ihr Glück. Also. Hat er ernsthaft gedacht, er kann uns anheuern? Bowman, wir atmen noch. Svenju hat uns ein lukratives Jobangebot gemacht. Und? Haben Sie es angenommen? Kaum Sozialleistungen. Und wir sagten, wir würden ihn töten. Also haben Sie uns weitermals. Soll mir recht sein. Bis dann. Der Bowman ist ja begeistert, dass wir noch auf Ihrer Seite stehen. Also, ich habe irgendwie... Also, ich hätte den Vertrag angenommen. Was? Glaube ich dir. Wann war? Das ist gute Geld. Vaterlandsverrat. Das kannst du aus seinen kalten, toten Händen immer noch nehmen. Und das ganz ohne dein Landsverrat. Wieso höre ich eigentlich Sprengsatz scharf, wenn ich hier losfahre? Weil ich die Geschenke nicht annehme. Ich weiß ja nicht, dass er eine Bombe oder so eingebaut hat. Außerdem ist das mit Drogengeld finanziert. Das klebt das Blut tausender Menschen dran. Nein, danke. Machen wir es richtig. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Frohes Neues! Ich würde 5 Schritte zurückgehen. Frohes Neues, wann war... Ach nee. Was da ein Auto übersehen? Oh, fahren wir mit dem hier weiter. Da ist ihm lieber. Wenn du das Ersatzrad auftreiben kannst, gerne. Ich muss auch nur den Ersatzmotor auftreiben. Ach komm, so, wo seid ihr hier gelandet? Ich hab's nicht mehr mitgekriegt, als ich auf dem Dach gelandet bin. Das alte Diesel aus kriegst du noch südwestlich. In Gang. Südwestlich. Südwesten. Da vorne ist es schon. Kompass, Südwesten. Müssen wir erstmal raus aus dem Gelände. Man kann über den Zaun springen. Ja,
Das ist schon klar, wir hatten nur gerade ein ungünstiges Stück, da war auch ein bisschen zu hoch und zu morsch. Ach, da hinten wart ihr. Diesen vertrockneten Fluss. Genau. Macht er uns ein Angebot, ey. Bei den Millionen, die wir jetzt schon mitgenommen haben, von ihm seiner Kohle, die auf unseren Konten wandert, hallo? Ja, ich sag nur die einigen Sachen wie der Banküberfall. Einige Drogensachen, die wir mitgenommen haben. Eventuell. Hat doch nicht mal eine Latten an der Zelle, der Kerl. Okay. Auf gen Westen. Auf gen Speicherkartenwechsel. Ja, das dachte ich mir jetzt auch gerade. Ja, damit würde ich sagen, was in der nächsten Folge passiert, seht ihr in der nächsten Folge. Also sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, schaut auch in der nächsten Folge rein und bis dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Hand an Kopf. Tschüss.